Hallihallo, liebe Star-Citizen-Fangemeinde da draußen auf YouTube. Es ist etwas Unglaubliches passiert, denn eine vertrauliche Insiderquelle hat mir berichtet, dass es noch im Jahre 2017, also in diesem Jahr, ein neues und weiteres Bodenfahrzeug released werden soll, beziehungsweise in einem Concept-Sale starten soll von der Firma Tumbril. Und ich selber persönlich habe ein Bild gesehen, wo man dieses Fahrzeug von hinten gesehen hat. Und ich kann so viel sagen, dass dieses Fahrzeug einfach unglaublich wird. Was man darauf sehen kann, das erfährt ihr alles in diesem Video, aber erst kommt das Intro. So, da bin ich wieder. Auf diesem Bild sieht man ein Fahrzeug mit einer fetten Wumme drauf. So viel kann ich schon mal verraten. Was genau man darunter verstehen könnte, darauf komme ich gleich zu sprechen. Auf jeden Fall, wenn man sich mal überlegt, was hat eigentlich Tumbril bisher so released, vor allem die Cyclone-Reihe, beziehungsweise eigentlich nur die Cyclone-Reihe, da ist im einen der Cyclone, also der Standard-Cyclone, ein Zwei-Personen-Sitzer, dann der Cyclone TR, das ist ein Drei-Personen-Sitzer mit einem Geschütz, also einem Turret oben drauf. Dann den Cyclone RC, auch ein Zwei-Personen-Rover-Gefährt, was auch immer, mit ausgelegt für hohe Geschwindigkeiten durch eine spezielle Ansaugung, aber darüber möchte ich gar nicht jetzt in diesem Video so stark drauf eingehen. Dann den Cyclone RN, auch wieder ein Zwei-Personen-Fahrzeug, was die Spezifikation hat, das Land zu scannen nach irgendwelchen wichtigen Ressourcen oder sonst irgendwas. Dann den Cyclone AA, auch ein Zwei-Personen-Sitzer, mit Raketen sowie Turrets, also vor allem für die Luftabwehr da. Und wieso erzähle ich euch das Ganze eigentlich? Denn daraus kann man schließen, was das heutige Fahrzeug, beziehungsweise was das Fahrzeug wird, was jetzt noch in diesem Jahr released wird. Denn genaue Informationen habe ich selber auch nicht. Ich habe zwar das Bild gesehen und ich weiß, dass definitiv, und das ist Fakt, dieses Jahr noch ein Bodenfahrzeug rauskommt. Jedoch, was es genau sein wird, das weiß man noch nicht. Aber wenn man sich überlegt, was da alles schon von Tumbril released wurde, sage ich jetzt mal, dann kann man davon ausgehen, dass irgendwas noch kommen muss mit einer fetten Kanone oben drauf, die dann irgendwie so ein bisschen panzerähnlich ist. Auch das ganze Fahrzeug an sich ist dann ein bisschen mehr gepanzert, denn die Insassen in diesen Rovern bisher sind doch dann irgendwie dann doch sehr frei. Und das alles fehlt noch und das alles spiegelt dieses Bild auch wieder, welches ich gesehen habe. Und das alles kann ich euch bisher so mitgeben auf den Weg. Mehr dazu weiß ich auch noch nicht, aber sobald ich mehr weiß, werde ich ein weiteres Video veröffentlichen, wo ich dann genauer drauf eingehen werde. Auf jeden Fall, das waren bisher die Informationen zu diesem Fahrzeug. Ihr könnt ja gerne selber in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, dass es ein Panzer wird, beziehungsweise ob ihr diese Idee glaubt oder nicht glaubt. Ich kann euch nur versichern, dass der Insider auch wirklich vertraulich ist, da er mir auch selber gesagt hat, dass zum Beispiel der Anniversary Sale kommt, und das schon bevor überhaupt alle Medien davon wussten. Schreibt es mal gerne in die Kommentare und gebt einen Daumen hoch, wenn ihr daran glaubt. Oder abonniert auch den Kanal, das würde mich persönlich, also würde den Kanal hier auch persönlich sehr unterstützen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zu einem weiteren Video. Das ist euer Chris von Schmotion und ich sage Tschüss zu den ganzen Star-Fans.